Heutige Thema ist, warum du die Wimpern reinigen solltest. Und ich habe mich entschieden, extra dafür Livestreaming machen, weil ich will euch das sagen von beiden Ansichten. Von der Ansicht einer Lash-Stylistin und auch als eine Kundin. Ja? Und es geht um das, dass als Lash-Stylistin es ist für uns sehr wichtig, dass die Wimpern sauber sind. Komplett sauber. Deswegen ich bitte immer meine Kunden, dass die ungeschminkt kommen, weil jeder kleine Fuß und jeder kleine Rest vom Wimperndusche oder vom irgendwelchen Make-up kann beeinflussen, dass da unter dem Kleber so wie eine Blase entsteht. Und wenn da die Blase ist, dann man das rein, man dann einfach kämmt oder etwas mit den Wimpern macht und durch die Blase kommt Luft und dann kann die Wimper einfach abfliegen, abfallen und schneller weggehen. Deswegen für uns als Lash-Stylistin, wenn ihr irgendwo geht und die Lash-Stylistin vor der Wimpernverlängerung, egal ob neues Set oder Auffüllung, nicht die Wimpern vorher reinigt, dann sollte schon große Ausrufezeichen sein, so wow, hier läuft nicht etwas 100% sicher, so würde ich das sagen. Dann zweite Sache ist, manchmal passiert, dass die Leute haben gehört oder irgendwo gesehen, dass die Wimpern einfach so mal nicht so viel nass machen oder reinigen. Ich sage wirklich, reinigt das jeden Tag. Oder wenn ihr euch nicht schminkt, dann mindestens nur mit Wasser, wenn ihr nicht speziell diese Wimpershampoo oder Wimperschaum benutzt. Und ich vergleiche das sehr gerne zum Haaren. Wenn wir Haare waschen, die sind so fluffig, luftig, sauber. Wenn wir die 2-3 Tage nicht waschen, dann ist es automatisch, dass unsere Haut arbeitet, produziert Talg draußen, es ist Verschmutzung, es ist Wind, es ist etwas und die Haare können verklebt sein, müssen nicht 100% so fluffig und frisch sein. Und genauso ist es bei Wimpern. Wenn wir die Wimpern 2-3 Tage nicht anfassen, nicht reinigen, mindestens mit Wasser, dann werden die zusammen verklebt, weil auch unsere Augenlider produzieren Talg. Wir haben so Talgdüsen und sogar auch Tränendüsen auf dem Augen. Und dadurch sind die Tränen, ja, wenn wir schlafen können, die Tränen können. Oder einfach, wir produzieren auf der Haut Talg, ja. Deswegen, wenn jemand Schlupflider hat, es ist mehr fettig. Oder wenn im Sommer, es fettet einfach automatisch mehr. Deswegen ist es sehr wichtig, reinigen. Und ich als Lash-Stylistin immer zeige meinen Kunden, wie die sollen richtig reinigen. Wirklich, ich nehme dieses Shampoo, ich nehme die Bürstchen, ich gebe das sogar auch immer bei dem neuen Set dabei, damit die zu Hause richtig reinigen. Und ich zeige auch, wie man das reinigen soll, wie man damit arbeitet, dass die nicht Angst haben, dass es wegen Reinigung jetzt rausfällt. Es ist nicht so. Ich persönlich arbeite nach jeder Wimpernverlängerung benutze ich Bondo. Bondo, das ist so wie eine Versiegelung für die Wimpern oder für den Kleber, besser gesagt. Und wenn ich den Bondo benutze, der Kleber befestigt sich auf die Wimpern. Und ich kann sogar sofort direkt nach der Wimpernverlängerung die Wimpern reinigen und die werden nicht rausfallen. Deswegen wirklich musst ihr nicht davon Angst haben, dass da etwas passiert. Wimpernreinigung ist wichtig. Und jetzt vom Sicht als Kundin. Kundin, ich sage immer, es muss hygienisch sein. Wir arbeiten am Auge, ja. Und das Auge ist das einzige Organ, welches kann sich nicht regenerieren. Und ich meine das nicht jetzt so hart, aber zum Beispiel, wenn ich mich schneide in die Haut, dann Haut wächst zusammen. Wenn ich mich schneide in das Auge, könnte das schief laufen. Und deswegen ist es wirklich sehr wichtig, dass wir aufpassen in dem Augenbereich. Wirklich jedes Mal aufpassen. Dass wir aufpassen bei der Wimpernverlängerung, dass wir einfach nicht übertreiben, weil das kann auch beschädigt und irgendwelche Nachfolge haben. Dann, wenn man die Wimpern nicht reinigt, könnte dazu kommen, und das habe ich oftmals gehört, dass nach 2-3 Jahren habe ich plötzlich Allergie bekommen. Es ist nicht plötzlich. Es ist ein Prozess, welcher sich entwickelt und das kann auch ein Teil davon sein, schlecht gereinigte Wimpern, die einfach beschädigen unsere Düsen auf dem Auge und können nicht so richtig arbeiten und dadurch entwickelt sich irgendwann mal die Allergie. Deswegen wirklich, es ist Reinigung sehr wichtig. Zweites, ich weiß nicht, ob ihr kennt Demodex. Demodex sind quasi eine Bakterie, welche dann lebt von diesem Schmutz. Die ist minimal, nur immer so
so erweitertes Stadium kann man sie wirklich sehen. Ihr als Kunden vielleicht, als Kundin vielleicht nicht, aber wir als Lashtrailisten sehen das. Und da musst du wirklich aufpassen, weil dann müssen Wimpern runter, dann braucht ihr eine spezielle Kur, damit die, eure Auge wieder geheilt ist. Deswegen wirklich, und es entsteht, es ernährt sich vom Schmutz. Das heißt, wenn die Wimpern nicht richtig gereinigt sind. Und es ist egal, ob die 1D hat oder Mega-Volume. Jede Wimper, welche nicht verklebt ist, kann man reinigen. Und wie ich schon gesagt habe, die Wimpern, wenn die gereinigt sind, sind die fluffig, sind die offen. Wenn ihr die wirklich nicht so verklebt habt, habt ihr die offen, sehen auch frischer aus. Man hat nicht das Gefühl, dass man muss zum Auffüllen kommen und so weiter. Deswegen auf jeden Fall Wimpern reinigen, falls ihr Make-up benutzt oder Puder benutzt oder auch vielleicht Augen-Make-up. Achtet ihr darauf, dass bei dem Augen-Make-up, es ist wirklich Augen-Make-up, welches für Wimpernverlängerung geeignet. Der hält, wenn es wirklich gute Marke, hält den ganzen Tag. Und am Abend könntet ihr das mit Wimpershampoo perfekt abreinigen. Und zweites, wenn ihr wirklich fettigere Hauttyp seid, solltet ihr auch reinigen. Ja? Ich zum Beispiel empfehle, auch mehrmals am Tag einfach auf dem Augenlid gehen oder wirklich so Puder benutzen auf dem Augenlid, welche diese Tag einfach ein bisschen abtupft, weil ja, es ist einfach schöner. So werde ich sagen. Und egal ob so oder so, von welcher Ansicht, Reinigung ist wirklich sehr wichtig. Für die Haltbarkeit, für die Gesundheit und für das Aussehen. Das ist für heute alles. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und schöne Woche und wir sehen uns bald. Tschüssi!